Ah ja, okay. Okay, warte, Roman. Ja. Ich gehe gerade einmal noch mal hier alles durch. Der Südturm der Basilika. Heute Hauptarbeitsplatz von Wolfram Kuhlmann und seinem Team. Der Experte für Baudynamik will den Kirchtürmen heute mal so richtig an den Kragen. Erstmal nur mit Muskelkraft, quasi ein Mann gegen einen Kirchturm. Ich muss irgendwie den Turm zum Schwingen bringen und dann mit der Anregung aufhören und dann schwingt der Turm frei aus. Und diesen Bereich, wo der Turm frei ausschwingt, da kann ich dann erkennen, wie sich die Eigenfrequenz verändert. Sieht gut aus. Nachdem er so die Eigenschwingung des Turmes festgestellt hat, kommen die Glocken ins Spiel. Und zwar alle zusammen. Erstmal die im Südturm. Und dann noch die im Nordturm. Folgeläut. Um 13.25 Uhr. Das gibt es nur an einem Tag wie heute, beim Stresstest der Kirchtürme. Natürlich lässt sich dieses minutenlange Glockenkonzert auch der Propst nicht entgehen. Das ist was sehr Geheimnisvolles. Und wenn dann so mehrere Glocken gleichzeitig dann zu so einem, ja, zu einem Harmonieklang dann verschmelzen, das macht mich auch immer ein bisschen ehrfürchtig, muss ich sagen. Das ist ein ganz toller ein ganz tolles Signal, was so über eine Stadt dann schwingt. Dabei ist der Anlass kein schöner. Denn beim Silvestergeläut löste sich Putz von den Wänden der Orgelempore. Verletzt wurde niemand und doch war der Schock groß. Als ich da Entwarnung gehört habe, dass also jetzt nicht das Gebäude einsturzbedroht ist, sondern dass wir nur gucken müssen, welche Auswirkungen die Schwingung der Glocken haben, da war ich dann schon beruhigt. Deswegen werden heute, nach fast 4 Monaten, erstmals wieder alle 6 Glocken gleichzeitig geläutet. Alltag ist solch ein Auftrag aber auch für den Experten nicht. Also hier in Duderstadt ist es wirklich was Besonderes, weil einfach das Kirchengebäude insgesamt, also die Basilika insgesamt, ist einfach ja, herausragend. Das ist was anderes als ein Turm, der vielleicht in der Nachkriegszeit errichtet wurde, damit man ein paar Glocken reinsetzen kann. Wolfram, du kannst die Messung starten. Bis in die Abendstunden bleibt es laut in der Stadt. Wo die Größe der Schwingungen dann ganz genau liegt, müssen wir noch detailliert auswerten. Es ist so in der Größenordnung dessen, wo der Grenzbereich ist zwischen unkritisch und man sollte die Schwingungen verringern. Frühestens Ende Mai gibt es detaillierte Ergebnisse. Dann werden Sie in Duderstadt wissen, ob die Kirchtürme der Basilika unnatürlich viel schwingen und falls ja, wie Sie das Problem lösen können.